So, Bufford, da bist du. Hallo. Du bist neu hier, oder? Bist du gekommen, um für die Orks zu arbeiten? Ja. Hast du ihr das Sagen? Ja, aber auch nur bei den Söldnern. Die Orks sind die Herren der Stadt. Aber als Söldner der Orks lässt es sich eigentlich recht gut an ihrer Seite leben. Was ist mit dir? Einen starken Kerl wie dich kann ich brauchen. Ja, ich suche sowieso Arbeit, von daher sag mal an. Was wäre, wenn ich mich den Söldnern anschließen möchte? Gut, pass auf. Dein Ansehen bei den Orks ist deine härteste Währung. In jeder Stadt des Reiches sitzt ein Ork ganz an der Spitze. Hier in Khabdun ist es Uruk. Wenn du die Orks dazu bringst, dass sie dich mit dem obersten Ork reden lassen, dann hast du es geschafft. Der Alchemist ist sehr zufrieden mit dir. Nicht schlecht. Und wenn zufälligerweise aus dem Meer die Klippen ein Hai hochgesprungen kommt und den Uruk verspeist, dann ist das ein Uruk-Hai. Verzeihung, da musste sein. Was hast du zu tun für mich? Vor der Stadt streuen eine Menge hungriger Wölfe herum. Sie fressen schon mal gerne ein paar Sklaven. Das sehen die Orks gar nicht gerne. Suche die hungrigen Wölfe und mach ihnen den Garaus. Ja, da haben wir schon angefangen und da werden wir gleich noch weitermachen. Aber hier gibt es noch mehr Quests, uns abzuholen, die uns dann sowieso raus aus der Stadt führen. Von daher sammle ich jetzt erstmal alles ein, bevor ich hier irgendwas beende. Wie steigere ich mein Ansehen bei den Orks? Mach dich nützlich. Zeige den Orks, dass du es drauf hast. Obwohl du nur ein Mensch bist. Ganz einfach. Irgendwann wirst du von ganz allein zu Uruk vorgelassen. Ich werde deine Taten beobachten. I'll be watching you. So, würdest du mich im Kampf unterrichten? Weiß gar nicht, haben wir wieder einen Levelaufstieg gehabt? Das könnte sein. Kann ich aber auch später noch machen. Wobei, ich bräuchte ein Schild, das wäre Würdest du gut. mich im Kampf unterrichten? Können wir denn schon hier Schild, Schild, Schild? Schild hier unten. Dir fehlt es an der nötigen Erfahrung. Ach, verdammt. Ich brauche nämlich unbedingt ein Schild, wenn ich gegen Fernkämpfer ran muss, weil ich dann die Pfeile und Bolzen einfach blocken kann. Das ist sehr schön. Wo kann ich mich noch nützlich machen? Sprich mal mit dem Proviantmeister Deckard. Der hat immer was zu tun. Außerdem kannst du dir bei ihm neue Ausrüstung besorgen. Und genau das werden wir auch tun, denn wir brauchen endlich mal eine Rüstung. Wo finde ich den Proviantmeister Deckard? Geh Richtung Leuchtturm. Hinter Urkas großem Lagerhaus haben wir unsere kleine Hütte. Unser Proviantmeister passt dort auf unseren Kram auf. Jo, ja, zufrieden sind sie noch nicht mit mir. Die wissen noch nicht, ob sie uns vertrauen können. Das haben wir ja schon mal gehört. Und wenn wir uns richtig entsinnen, fällt mir gerade ein, der Alchemist, das wurde uns ja in Redok gesagt, der Alchemist hat tolles Zeug in seiner Truhe. Allerdings weiß ich noch, dass wir die Truhe nicht öffnen könnten ohne weiterführende Skills. Deswegen gehe ich da jetzt erstmal noch nicht hin. Hallo? Hey du, komm her! Hey du! Meine Waren sind immer noch nicht gekommen. Ja und? Was macht ihr Söldner eigentlich den ganzen Tag? Aber... Schweig! Ich will, dass du mir meine Waren zurückbringst. Und wehe, du kreuzt vorher noch mal hier auf. Ja. Halt mal die Luft an, Dicker, hä? Auf welche Waren wartest du? Drei große Pakete, wo mein Name draufsteht. Große, stabile Holzkisten. Ihr dämlichen Söldner habt euch den Kram von lausigen Banditen an der Küste stehlen lassen. Meine Waren sind bestimmt immer noch dort. Geh und hol sie. Wie gesagt, wir müssen sowieso raus aus der Stadt und zwar an die Küste. Hast du noch den Krempel vom gefangenen Paladin? Ja, viel unnützes Zeug. Und einen merkwürdigen Kelch. Kann ich den Kelch haben? 100 Goldstücke. Verkauf mir den Kelch vom gefangenen Paladin. Hier, ich kann damit sowieso nichts anfangen. Und damit haben wir für läppische 100 Goldstücke schon den ersten Feuerkelch uns hier erworben. Wenn der Typ wüsste, was er uns da verkauft hat, dann würde der wahrscheinlich das Hundertfache verlangen. Speicher, Speicher. So. Ach nee, das müssen wir noch gar nicht. Ich muss erstmal Am hier besten du erledigst das. mit Cyrus reden. Was willst du? Du nimmst dir, was dir gefällt, genau wie ein Dieb, und das gefällt Nein, mir. mit dem müssen wir Hast du reden, Interesse okay. an einem Job? Ja, klar. Was ist das für ein Job? Im Lager von Urkras sind ein paar goldene Pokale. Damit wollen sie neue Sklaven bezahlen. Wenn du dafür sorgst, dass sie verschwinden, bringe ich dir bei, wie du Schlösser knacken kannst. Ein feiner Deal, das machen wir gern. Warum soll ich für dich stehlen, wenn du das Diebesgut gar nicht haben willst? Wir Diebe sind immer auf der Suche nach Leuten, die unser Handwerk besser beherrschen als wir selbst. Kann doch sein, dass ich noch was von dir lernen kann.
Na klar, von uns kann man immer was lernen. Wir sind einfach die Besten. Erzähl mir mehr über Diebe. Wir sind überall und nirgendwo. Immer auf der Suche nach einer Gelegenheit. Wir wissen meist, wo es richtig was zu holen gibt und verkaufen unser Wissen auch ganz gerne. Wie nett. Nicht wahr? Deshalb bin ich Dieb geworden. Wie erkenne ich euch? Du wirst Männer meines Schlages erkennen, wenn du die richtigen Fragen stellst. Mit so einer Antwort habe ich gerechnet. Jo, mit so einer Antwort hat er gerechnet und mehr werden wir auch nicht erfahren dazu, wie wir Diebe erkennen. Allerdings, ja, man hat ja immer die Antwortmöglichkeit, dann bringen wir irgendwas bei und dann werden wir die ganz leicht erkennen, wenn wir mit denen reden. Und zum Glück haben ja alle Leute, die irgendwas zu sagen haben, auch Namen. So, da drin ist eine Kiste, die mache ich jetzt aber nicht auf. Wir sammeln erstmal wieder die Wolfsfälle ein hier. So, ich müsste ja dann auch irgendwann mal 10 haben eigentlich. Schauen wir mal. 8 haben wir. Okay, da brauchen wir noch 2. Dann können wir zu Jens gehen und die abgeben. Aber erstmal reden wir mit Deckard. Du bist noch nicht lange hier, was? Dann pass mal auf. Wenn du was brauchst, dann kommst du zu mir. Die Orks handeln nämlich nicht mit jedem, klar? Verstehe. Bufford schickt mich. Er sagt, du sollst mich ausrüsten. Ach, sagt er das? Hört sich gar nicht nach Bufford an. Umsonst gibt's gar nichts, klar? Arbeite erstmal für mich. Dann reden wir über deine Ausrüstung. Hast du Arbeit für mich? Klar, du kannst mir gleich mal ein paar Sachen besorgen. Ich brauche ein paar Heiltränke. 3 Stück sollten reichen. Hier in Kapdun ist es zwar recht ruhig in letzter Zeit, aber es ist besser, wenn wir vorbereitet sind. Meine schönen Heiltränke, die habe ich vorher erst gekauft, die 3 Stück hier bei Aziel. Ah, danke, das reicht erstmal. Wenn du Ausrüstung brauchst, du weißt ja, wo du mich findest. Toll, das ist doof. Die wollen alle irgendwas von uns, damit wir überhaupt erst... Sieh dir an, was ich habe. Damit wir überhaupt erst irgendwas von denen kaufen können, müssen wir erst irgendwas für die erledigen. Das ist doch bescheuert eigentlich. Und hier sehen wir schon die schwere Ork-Söldnerrüstung. Die können wir auch noch gar nicht kaufen. Noch nicht. Beweise erst einmal, dass du es auch wert bist. Genau, da brauchen wir nämlich 50% Ruf bei den Orks. Dazu ist das Rufsystem nämlich da, dass einige Rüstungen und einige Aufträge erst freigeschaltet werden, wenn wir einen bestimmten Ruf haben. Oder zum Beispiel in der Wüste, in Ishtar, in Varant, gibt es die Stadt Ishtar, das ist die Hochburg der Assassinen. Dort kommen wir erst rein, wenn wir einen Ruf von 75% bei den Assassinen haben. Deswegen werde ich dann, obwohl ich für die Nomaden und Wassermagier arbeiten werde, wohl trotzdem, ich glaube, 2 Wassermagier muss ich umbringen, um genug Ruf zu erhalten bei den Assassinen, um in die Stadt reinzukommen. Das will ich aber tun, weil man dort einen Skill erlernen kann, den ich haben möchte. So, und wir kaufen jetzt nicht das, die Lederkluft auch nicht. Ich möchte die leichte Ork-Söldnerrüstung. Du bist in Ordnung. Du bist in Ordnung, ja, ja. Das gibt doch nur wieder Ärger. Ja, das können wir verkaufen. Haben wir sonst noch was? Den Schild behalte ich noch. Ich denke darüber nach. Den Ring wollte ich eigentlich mal anlegen, fällt mir gerade ein. Ach, wir könnten noch hier... Ja, ich benutze die sowieso nicht. Komm, weg damit hier. Der ganze Kram. Die Teleportrunen behalte ich. So. Da musste ich jetzt trotzdem einiges reinstecken, glaube ich, in Geld nicht. Ja, egal. So, da hat er jetzt ordentlich an uns verdient. Und Seruk war der Dieb, glaube ich, nicht? Kümmere dich besser um deinen Kram. Ja, genau. Und Cyrus noch. An deiner Stelle würde ich direkt wieder verschwinden. Hier ist nichts los, Mann. Kein Gold, keine Frauen und der Schnaps ist auch ständig alle. Dann geh doch zu Hause, Mann. Nachtwache ohne Schnaps? Das Einzige, was für Abwechslung sorgt, sind die Arena-Kämpfe oben am Turm. Oho, man hört ja auf. Wir werden gleich zum Turm hochgehen und ein paar bestreiten. Was würdest du lieber machen als Nachtwache schieben? Einen ordentlichen Kampf mit der Banditenplage ausfechten wäre genau das Richtige. Was genau meinst du? Noch nie von Ortega gehört? Er ist der Boss der Banditen in der Küstenregion. Ziemlich harter Haufen, diese Banditen. Würde da gerne mal aufräumen. Ja, supi. Jammerst du immer so viel? Gib mir eine Flasche Schnaps und wir zwei werden die besten Freunde. Decker drückt ja nichts raus, der geizige Hund. Könnten wir vielleicht sogar einstecken haben? Ja, haben wir, denn wir sind ja ein wandelnder Krämerladen. Ich habe hier eine Flasche Schnaps für dich. Genau das, was ich jetzt brauche. Danke, Mann. Alles klar. Tante Emma hat alles einstecken. Also wir nennen unseren Helden ab jetzt am besten Tante Emma. Lass uns Banditen jagen gehen.
Nein. Gut. Lass uns Ortega einen Besuch abstatten. Ich habe jetzt so reflexmäßig gedrückt. Muss irgendwo hier in der Küstenregion seine Räuberhöhle haben. Sag Bescheid, wenn's losgeht. Ach gut. Ich habe jetzt bloß ja reflexartig gedrückt, wollte es eigentlich gar nicht. Und der ist wieder genauso präzise in seiner Voraussage wie die anderen, irgendwo an der Küstenregion. Und die ist ja auch wirklich total klein, wenn wir hier mal schauen, nicht? Ja gut, aber ich glaube, ich weiß ungefähr, wo Ortega ist, werde das jetzt aber erstmal auslassen, denn das sind schon ein paar Leute, die man da töten muss bei Ortega. Oh, ein Lagerfeuer. Hier, Lagerfeuer? Ja, danke. Lasst uns Fleisch grillen. Ja, da können wir gleich alle hier. Ja, supi. Wunderbar, das hat man auch schön gemacht. In Gothic 1 und 2 musste man noch jedes Fleischstück einzeln braten. Das war ein bisschen lästig gewesen. Und der Typ hier ist schon irgendwie auffällig, der Sklave, dadurch, dass er einen Namen hat, oder? Wir wissen auch warum. Was ist los? Noch nie jemanden Schweinescheiße schippen sehen, oder was? Und lass das dämliche Grinsen, klar? Warum machst du nicht etwas anderes als Scheiße schippen? Warum wohl? Die Orks haben mich dazu verdonnert. Ich hab dir gesagt, du sollst das dämliche Grinsen lassen. Du warst nicht immer ein Schweinehirt, oder? Wer ist schon das, was er vor dem Krieg war? Frag doch mal alle Menschen, die noch nicht aufgegeben haben. Jammercounter 4. Die Miliz dieser Stadt vor dem Krieg. Enos weiß, was ich für die gute alte Zeit alles geben würde. Du gehörst zum Untergrund der Rebellen. Rebellen? Dieses Wort ist mir zuwider. Wir sind einfache Bürger, die sich nicht in ihrem eigenen Land unterwerfen lassen wollen. Wie kann ich euch unterstützen? Das Leben hier draußen ist nicht ungefährlich. Also, wen soll ich töten? Nein, du sollst uns Waffen besorgen. Nichts Besonderes. Einfach 3 Bündel Waffen. Javier schickt mich. In Redock warst du also auch schon. Gut zu wissen, dass es Redock überhaupt noch gibt. Danke für die Nachricht. Und damit haben wir 100% Ruf in Redock. Redock ist also quasi abgeschlossen. Wann steigt die Revolution? Alleine schaffen wir das nicht. Die Orks sind in der Überzahl. Ein ziemlich starker Paladin namens Wenzel wird oben im Leuchtturm gefangen gehalten. Mit seiner Unterstützung würde ich das Wagnis eingehen, die Orks hier in Khabdun anzugreifen. Da wirst du lange warten müssen. Aber wir werden noch die Waffenbündel für dich suchen, bevor wir dich dann umbringen, um die Waffenbündel wieder an uns zu nehmen. Ich weiß bloß gar nicht, wo die Waffenbündel zu finden sind, die er haben will. Ich weiß gar nicht, ob die irgendwo hier sind oder... Ja, müssen ja eigentlich. Ansonsten sind hier bloß Sklaven. Hallo. Ich bin beschäftigt. Oh, schade. Ich wollte mit dir reden. Du solltest jetzt gehen. Oh. Dabei wollte ich euch da eigentlich helfen, euch zu befreien. Jetzt habe ich keine Lust mehr, ihr doofen Mistkerle. Jetzt werde ich euch alle umbringen. Oh, hier liegt noch... Das ist ja... Das liegt total offensichtlich, ist aber saugut getarnt, dadurch, dass es hier auf den Steinen liegt, das Rössel. So, und damit haben wir 10. Jetzt können wir erst nochmal rübergehen und die Sache mit Harek klären. Und dann geben wir zu Jens und geben ihm die Wolfsfelle ab und können bei der Gelegenheit gleich noch die restlichen Wölfe töten und uns die Kisten abholen von Urkras. Ich habe Fleisch für dich. Super, danke Mann. Hier sind die Heilpflanzen. Wir würden ein gutes Team abgeben, du und ich. Na klar doch. Wie kann ich hier Pflanzen finden? Ach, das ist ganz einfach. Man muss nur wissen, wo man suchen muss. Zum Beispiel? An den Berghängen. Wenn man ganz viel Glück hat, findet man manchmal sogar ein ganzes Feld von Pflanzen. Auch wieder so ein Riesentipp. An Berghängen wachsen immer tolle Pflanzen. Du siehst nicht aus wie ein Kräutersammler. Schon gut, Mann. Du hast recht. Ich bin Sklave. Ich hab's aus Khabdun rausgeschafft. Du hast mich gefunden. Aber kein Grund, irgendwas zu überstürzen. Alter, du hast aus Khabdun rausgeschafft und bleibst einfach 2 Meter entfernt davon im Busch stehen. Das ist doch bescheuert eigentlich. Ich bringe dich jetzt wieder zu deinem Besitzer, Gamal. Ach scheiße, ey Mann, bleib ganz ruhig. Ich bin nicht auf Ärger aus. Lass uns reden. Nö. Keine Widerrede. Du wirst mir jetzt folgen. Na schön. Wenn du dich nicht erweichen lässt, werde ich tun, was du sagst. Bevor ich noch weich werde... Nee, was hast du mir zu sagen? Ich bring dich weg. Klicke ich gar nicht erst an. Da kommt er nämlich an, dass er einen Deal mit uns machen will, dass wir ihn wegbringen und das möchte ich gerade gar nicht. Dann müssten wir ihn zu Jens bringen und dort würde er sich dann wieder hinsetzen und einfach auf seinem vollen Arsch sitzen bleiben. Nochmal 2 Meter weiter, aber immer noch eigentlich in der Nähe von Khabdun. Und wir könnten das Quest für unseren Freund Gamal nicht zu Ende bringen. Allerdings wird uns das einen Ruf bei den Assassinen ein Stück erhöhen.